Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute darüber sprechen, wie du in deinem aktuellen Markt wettbewerbsfähig bleiben kannst, was es da zu beachten gibt. Abonnier auf jeden Fall schon mal den Kanal, lass uns gerne ja auch noch einen Kommentar da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie gerade kurz angesprochen, werden wir heute über das Thema Wettbewerbsfähigkeit sprechen. So, was meine ich damit? Du bekommst das vielleicht auch gerade bei dir im Markt mit. Die Märkte werden zum Teil, das kommt immer ein bisschen auf die Branche an, aber zum Teil so ein bisschen überschwemmt mit neuen Anbietern. Wir sehen das gerade ganz, ganz stark im Photovoltaikbereich. Da ist es einfach so, sagen wir mal Anfang des Jahres herrschte so ein bisschen Goldgräberstimmung. Es sind links und rechts relativ viele Unternehmen aus dem Boden geschossen, die eben Angebote platziert haben. Zum Teil auch günstiger, nicht immer besser, machen wir uns nichts vor, aber zum Teil einfach günstiger. So, und viele haben eben gesehen, okay, hier geben wir gerade Kundschaft verloren an Konkurrenten, die vor einem halben Jahr noch gar nicht da waren. Und das fängt jetzt zum Teil auch in anderen Bereichen so ein bisschen an. So, und die Frage ist natürlich immer, was sind so die ersten Impulse, die man da hat? Sind die gut, sind die schlecht? Wie sollte man darüber nachdenken? Und vor allem, was kann man dagegen machen? So, auch wir sehen das natürlich dadurch, dass wir über 700 Partner betreuen. Ich sage jetzt mal fast jeden Tag, dass da sehr, sehr viele Leute auf einmal auf den Markt kommen. Natürlich das Angebot auch so ein bisschen verzerren an der Stelle. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was mache ich jetzt dagegen? Also der erste Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, und das ist auch die Grundlage für alles, was gleich noch kommt. Versuch oder nicht versuch, mach es auf jeden Fall. Bleib auf jeden Fall in deinem Markt. Ja, klingt jetzt erstmal normaler als es ist, aber wir haben das tatsächlich schon gesehen bei anderen Betrieben, die so in dem Markt unterwegs sind, dass man relativ schnell so ein bisschen den Rückzug einfach angeht. Ja, das heißt, man hat so das Gefühl, Mensch, hier gehen mir gerade irgendwie Kunden an andere Betriebe verloren. Der erste Impuls ist immer so ein bisschen, sich dann in eine andere Richtung ja einfach umzuorientieren. So, das kann man natürlich zum gewissen Teil verstehen, gerade wenn man die Möglichkeit hat, dass man jetzt eben sagt, okay, ich bin jetzt nicht auf meine PV-Sparte angewiesen, ich mache jetzt einfach was anderes, dann ist das so ein bisschen der easy way out, kann man so sagen. Das Problem ist allerdings, dadurch, dass ja Werbung und generell so die Marktauftritte relativ inflationär geworden sind und auch super schnell sozusagen von dem Bildschirm verschwinden, kann es passieren, dass du halt jetzt einen Werbeauftritt, den du ein halbes Jahr aufgebaut hast, in zwei Wochen verlierst, jetzt im allerschlimmsten Fall. So, und das ist natürlich Quatsch, das heißt, der erste Impuls sollte erstmal sein zu sehen, okay, ich habe da jetzt auf einmal mehr Konkurrenz als noch vorher, kann sein, kann auf jeden Fall gut sein. Aber ich sollte mich jetzt nicht von diesem Markt verziehen. Gerade wenn du schon länger da bist als die Konkurrenz, ist es ja auch schade. Weil selbst wenn du die Werbung runterdrehst, aber trotzdem dein Angebot quasi ja, oben behältst, dann hat der Markt trotzdem das Gefühl, Mensch, hier scheint jetzt gerade irgendwie jemand vom Markt zu verschwinden. Und das kann für viele auch ein Signal sein, auch wenn das in dem Moment natürlich nicht richtig ist, aber es kann ein Signal sein, dass man das Gefühl hat, okay, dieses Unternehmen ist da jetzt einfach nicht mehr tätig oder möchte da nicht mehr tätig sein. Und dann hast du natürlich ein Problem, auch für die Zukunft, falls du die Werbung dann wieder aufnehmen solltest. Also erster Impuls, nimm das Ganze auf jeden Fall wahr, akzeptiere es auch erstmal, aber es sollte kein Impuls sein, jetzt aus diesem Markt zu verschwinden, sondern wir wollen dann übergehen in Phase Nummer 2 und uns überlegen, was können wir jetzt dagegen unternehmen. So, und der erste Schritt, und das ist, glaube ich, auch jedem unterbewusst klar, man macht es halt meistens nur viel zu selten, ist sich wirklich mal bekannt oder klar zu machen, okay, ich habe da jetzt Konkurrent XYZ mehr, was kann ich denn anders oder besser als diese Konkurrenten? Ja, gerade wenn jetzt in dem letzten halben Jahr viele Leute auf die Märkte gekommen sind, die Antwort ist ja nicht schwer. Also was hast du diesen Leuten voraus? Viel, viel mehr Erfahrung. Wahrscheinlich, wenn es um Produkte geht, die montiert werden sollen, auch da eine viel, viel bessere Abwicklung. Du kannst dem Kunden viel, viel bessere Fragen beantworten, beziehungsweise besser Fragen beantworten. Du kannst besser beraten. Ja, das sind alles Vorteile, die mehr oder weniger von selber kommen, wenn man eben länger am Markt ist, zumindest wenn man es vernünftig gemacht hat in der Zeit. So, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Das heißt, wenn du die Situation hast und du merkst das vielleicht beim ersten Mal beim Kundengespräch, der Kunde sagt dir, hey, ich lehne dein Angebot ab, ich habe jetzt Konkurrent XYZ gefunden und du hast das noch nie vorher gehört, dann solltest du hellhörig werden und dann musst du dir auf jeden Fall schon mal überlegen, okay, was unterscheidet mich jetzt von diesen Leuten, die da gerade auf den Markt kommen? Weil die Situation ist die, das können wir natürlich alle nicht wirklich absehen, aber die Situation kann auf jeden Fall auch die sein, dass das jetzt in den nächsten Monaten nicht abschwächen wird. So, dass da einfach immer noch mehr Leute auf den Markt kommen und immer weniger für die Leute einfach da ist, die da noch aktiv Werbung machen. So, das heißt, Phase Nummer 2 ist, wir überlegen uns ganz klar, wie hebst du dich von deiner Konkurrenz ab? Und da kann man sich wirklich gerne mal Zeit nehmen, auch einfach mal vielleicht Kundenbefragungen durchführen. Also mal ganz einfach gesagt, du hast bei mir jetzt vielleicht 5.000 Euro mehr ausgegeben als bei Konkurrent XYZ. Muss man jetzt nicht namentlich erwähnen, aber wenn du weißt, du bist nicht der günstigste im Markt, einfach mal die Kunden fragen, hey, warum hast du jetzt bei mir gekauft? So, was waren die Gründe dafür? Das ist eine ganz simple Frage und gibt dir aber eben Aufschluss darüber, was hat vielleicht den Kunden im Marketing angesprochen. Also wie gesagt, wir überlegen uns, was hebt uns da ab? Und dann ist Phase Nummer 3 ganz, ganz extrem wichtig. Das Ganze muss in Werbung umgesetzt werden.
Ja, das heißt, du hast in dieser Phase die beste Möglichkeit, deine Konkurrenz quasi auszustechen, wenn du vernünftig Werbung machst. So, und da empfiehlt es sich natürlich, einen vernünftigen Werbepartner auch an der Hand zu haben, wie wir das hier bei der A&M eben sind. Weil es geht vor allem darum, ja, bei der Kundschaft einen Expertenstatus durchzusetzen. So, du hast da draußen jetzt Konkurrenz, die ist vielleicht günstiger. Ja, die macht vielleicht Dumpingpreise gerade am Anfang, um einfach Kundschaft zu gewinnen, um sich einen Namen zu machen. Aber du kannst es mit Werbung im besten Fall nur mit Werbung schaffen, da vernünftige Preise durchzusetzen. Einfach, weil du dich als Experte weiterhin positionieren kannst und, Stichwort positionieren, du solltest dich spätestens in so einer Situation natürlich auch noch eher anfangen zu positionieren. Ja, gerade wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, ich bin zum Beispiel im Bauelementebereich unterwegs und ich mache jetzt Türen, Fenster, Überdachungen, Lamellendächer, alles mögliche an Überdachungen. So, dann kann es natürlich passieren, dass du jetzt Aufträge verlierst an einen Newcomer, nennen wir ihn jetzt einfach mal, der aber besser positioniert ist. So, und das ist mehr oder weniger auch völlig klar, beziehungsweise für den Endverbraucher auch nachvollziehbar, weil ich natürlich lieber zum Spezialisten gehe als zu einem Generalisten. Heißt nicht, dass du jetzt alle deine Sparten aufgeben musst, auf gar keinen Fall. Aber gerade wenn es um den vernünftigen Werbeauftritt geht, musst du einfach dafür sorgen, dass die Zielgruppe, an die du dich wendest mit deinem Dach, dich auch nur für das Thema Dach wahrnimmt im besten Fall. Weil dann hast du dich zumindest in deren Köpfen positioniert und kannst eben diesen Expertenstatus durchbringen, den du ja gegenüber der Konkurrenz in dem Moment hast. Genau, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es auch noch ja, zig weitere Faktoren, die man da aufführen könnte, die jetzt hier im Rahmen von dem Video sprengen würden. Wenn du das Gefühl hast, dass du da im Moment jetzt so ein bisschen Probleme hast, einfach Aufträge an die Konkurrenz verlierst und vielleicht den Teil deiner Konkurrenten da auch noch gar nicht gehört hast in den letzten Monaten, komm gerne mal auf uns zu. Wie gesagt, man kann das sehr, sehr gut mit intelligenten Werbekonzepten einfach lösen und wir beraten da unsere Partner lieben gerne. Schreib uns die Kommentare unter das Video, besuch unsere Website, buch dir gerne einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch und dann gucken wir uns das Ganze mal für deine Situation an.